mehr Männer wagen den Schritt zum Beauty-Doc. Doch im Gegensatz zu den Frauen geht es weniger um Falten als um das Haar. Nach Mel Gibson, Jude Law, David Beckham oder Jürgen Klopp wagt jetzt ein Österreicher den Schritt zum Beauty-Doc und lässt sich Haare verpflanzen. Es ist unser Ausnahme-Beachvolleyballer Alexander Horst. Prominente spielen eine große Rolle. Es geht um diese Enttabuisierung. Das heißt, das Thema wird immer mehr publik. Viele Männer kommen zu Beratungen, informieren sich über das Thema, schauen im Internet, machen selbst Recherche. Und so gesehen ist das sehr wichtig. Also von David Beckham zum Beispiel habe ich nicht gewusst. Jürgen Klopp habe ich gewusst. Wayne Rooney, glaube ich, war auch. Aber war jetzt für mich nicht der Grund, das zu machen, dass die das gemacht haben. Aber war sicher so ein bisschen die Ideebringung, dass es sowas gibt und dass man eben über sowas nachdenken kann. Und im Großen und Ganzen habe ich das für mich gemacht und nicht für irgendjemand anderen oder aus irgendeinem anderen Grund. Es ist nur was Optisches. Es ist jetzt kein Eingriff in meinen Körper rein, dass ich mir irgendwas aufschneiden lasse und wegnehmen oder was auch immer. Es ist ein optisches Ding. Natürlich gibt es den Moment, wo man sich irgendwann einmal denkt, nach ein paar Stunden, das dauert jetzt schon so sehr lange, und dann fragt man mal, wie lange es noch dauert, und dann hört man irgendwann, man ist bei der Hälfte. Ist jetzt nicht der schönste Moment, aber ab dem Zeitpunkt, wo es vorbei war, ist man eigentlich froh darüber, dass man es gemacht hat. Es war im Großen und Ganzen jetzt nicht wirklich schmerzhaft. Die lokalen Betäubungen oder Spritzen gibt es sicher Angenehmeres als das, aber danach war es eigentlich von den Schmerzen her sehr ertragbar. Eine Haartransplantation funktioniert im Sinne einer Umverteilung. Wir haben im Haarkranz Haare, die ein Leben lang wachsen, und dieses Phänomen machen wir uns zunutze, dass wir die Haare dort gezielt entnehmen und dorthin bringen, wo wir sie benötigen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man diese Haare entnehmen kann. Zum einen gibt es die Einzelentnahmetechnik, die wir auch beim Herrn Horst angewendet haben, aus dem Grund, weil er da sehr rasch wieder einsatzfähig ist, also als Profisportler. Das Endergebnis ist nach 12 Monaten zu erwarten. 10 bis 12 Monate im Schnitt. Das ist ein Prozess bei den Haaren. Das ist also, zuerst fallen die Haare aus, das ist eine Ruhephase, und dann nach so drei, vier Monaten beginnen die Haare wieder zu wachsen. International gesehen, das ist ein Boom. Es kommen immer mehr Männer, sind bei uns in der Klinik zu 90% Männer, 10% Frauen. Und also ich sage, gerade in dem Alter zwischen 25 und 45 Jahren sehen wir einen guten Anstieg, einen regen Anstieg. Meine Kinder haben mich gefragt, warum ich es mache. Ich habe ihnen erklärt. Sie haben sehr lustig gefunden, wie ich nachher ausgeschaut habe. Aber ansonsten keine negativen Reaktionen oder sonst irgendwas. Frauen lassen sich die Haare verlängern. Das wird bei mir keinen Sinn machen. Mein Eingriff hat ein bisschen länger gedauert wahrscheinlich als Haarverlängerung, aber ansonsten ist das für mich nichts anderes. Ich versuche aufs Optische zu schauen. Ich schaue, was ich anziehe. Mache mir jeden Tag für die Haare, und wenn es für Fotoshooting oder sonst irgendwas ist, dann extra. Also ich bin sicher ein eitler Mensch. Für mich war immer der Grund, dass es mir gefällt und ich das für mich mache und nicht für irgendwas anderes. Deshalb habe ich mir über das, was andere Leute dann wirklich darüber denken, nicht wirklich Gedanken gemacht.